Guten Morgen, heute möchte ich euch was über das Katzenfutter K-Klassik, zart haben in feiner Soße Adult mit Ente und Leber etwas erzählen. Der Ladenpreis beträgt 21 Cent. Es sind 100 Gramm im Beutel enthalten und es ist eine Eigenmarke von Kaufland und fällt unter die Kategorie Discounter Katzennassfutter. Also, das Katzenfutter bei Kaufland hat bei Stiftung Warentest sehr gut abgeschlossen. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich das echt super. Also ich habe immer gedacht, nur die teuren Marken würden gut abschließen. Vielleicht lese ich euch irgendwann auch einen Bericht vor. Ich habe mir den nämlich gekauft für 1,50 €. So, das Futter garantiert. Muss ich das mal legen? 100% komplett versorgt wäre die Katze. Biotin zur Unterstützung eines glänzenden Fells. Taurin zur Unterstützung der Sehkraft mit natürlichen Ballaststoffen und eine gute Verdauung. So, die Futterempfehlung könnt ihr hier sehen. 3 Kilo Tagesdosierung 210 Gramm. Ja, 210 Gramm wären 2 Beutel. Knapp über 2 Beutel. Bei 4 Kilo 255 Gramm und bei 5 Kilo fast 3 Beutel. Also, wenn man das also füttert und gehen wir von aus, unsere ganz kleinen Kosten sind, wiegen gerade mal 3 Kilo, würden die am Tag 2 Beutel davon kriegen und noch ein bisschen Trockenfutter. Das finde ich schon sehr erstaunlich, weil auf den meisten anderen Futterempfehlungen, so wie hier von Whiskas, da steht zum Beispiel bei 3 Kilo auch stehen 2 Beutel. Also die sind sich fast so ähnlich, wenn man noch Trockenfutter dazu füttert. Das finde ich bei Whiskas toll. Dann sollte man 1,5 Beutel und 15 Gramm Trockenfutter. Also das sollten Sie vielleicht bei Kaufland auch mal machen. Ja, dann machen wir das mal auf und gucken, wie das Fleisch aussieht. So. Also Moritz findet es schon toll. Also es lässt sich alles sehr gut aus dem Beutel kippen. Den Katzen scheint zu schmecken. Ich will sie jetzt auch nicht stören. Ich rieche mal eben an dem Beutel. Ich bin immer noch erkältet. Also es riecht eigentlich ziemlich angenehm. Also meistens stinkt ja Katzenfutter, aber nee, das kann ich also nicht sagen. Das riecht eigentlich sehr gut. Also ob es schmecken tut, weiß ich nicht. Ich denke mal, wir Menschen könnten das auch essen. Den Katzen jetzt als Futtertest, ja, ich würde sagen, haben bestanden. Die hauen ganz schön rein. Zumindest die drei. Incredible. Gucken, was Incredible dazu sagt. Also Moritz schmeckt es auch. Ja, die drei sind halt alle fressen. Nein. Jetzt macht mal ein bisschen Platz. Incredible möchte auch probieren. So. Und da kommt meine Maus. Ja, auf jeden Fall, die kriegen jetzt gleich noch was anderes zu fressen. Aber es riecht wirklich gut angenehm. Den Katzen, denen schmeckt es. Ja, ich kann die Sorte wirklich nur euch weiterempfehlen.